Ein liebes Hallihallo an euch da draußen, hier ist eure Panau-Katze und wie ihr sehen könnt, geht es heute um das Thema Sticker. Ich wurde gefragt, wie machst du deine Sticker und das will ich euch hiermit dann erklären. Und zwar, damit ihr solche Sticker machen könnt, wie ich da, die jetzt da abgebildet habe im Bild, braucht ihr selbstklebendes Papier, auch Etikettierpapier genannt. Das gibt es bei uns im Müller zum Beispiel oder diverse Bastelläden und Schreibwarenläden. Das ist im Prinzip ganz normales weißes Papier, was auf der einen Seite schon mit einer Art Kleber versehen ist und auf so Abziehpapier dann drauf ist. Die kann man entweder per Hand bemalen oder durch einen Drucker jagen und dann bedrucken. Ihr braucht eine Schere, um das Ganze dann auszuschneiden. Und wenn ihr wollt, dass die Sachen dann spritzwasserfest sind, beziehungsweise halt die Farbe sich nicht zu schnell abnutzt, braucht ihr noch Schutzfolie. Und zwar ist das so eine durchsichtige, klare, selbstklebende Folie. Die gibt es auch in verschiedenen bunten Farben, mit Glitter, mit Holo-Effekten und so. Die ganz normale durchsichtige ist aber am besten und meist in Schreibwarenladen. Gerade zum Schulanfang gibt es die. Weil früher, also jedenfalls bei mir war das so, ich hatte nicht diese Umschläge, weil die sowieso irgendwann kaputt gegangen sind, sondern meine Bücher waren dann mit dieser durchsichtigen Klebefolie umschlagen. Ja, und ansonsten war es das auch schon. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit Basteln. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits meine Datei ausgedruckt. Ich habe den Hintergrund in transparent gemacht, so dass wirklich nur die Sticker an sich gedruckt werden und schneide diese jetzt grob aus. Und zwar so, dass ich einen circa 1 cm dicken weißen Rand habe, der später aber noch abgeschnitten wird. Ich mache die Sticker gerne so, dass die nochmal bunt hinterlegt sind, weil man dann einfach einen gewissen Freiraum hat, wo man Verschnitt hat. Das ist einfacher, als dann präzise an der schwarzen Linie entlang zu schneiden. Gerade bei sehr kleinen Stickern. Und ja, das wäre dann aber auch schon der erste Schritt. Ich spule das Ganze hier halt natürlich ein bisschen vor, weil das sonst an Ewigkeiten dauern würde. Je nachdem, was für eine Menge an Stickern man macht, dauert das auch ziemlich lange, aber es lohnt sich am Ende dann doch. So, der nächste Schritt wäre dann, dass wir uns die Glasigfolie nehmen und halt in handliche große Stücke schneiden, auf die natürlich der komplette Sticker Platz hat oder auch mehrere. Wenn man zu viel Folie nimmt, hat das schon mal den Effekt, dass die sich halt wieder zusammenrollt. Oder halt bei zu großen Sticker oder Bildern kann es passieren, dass man Luftbläschen-Einschlüsse hat, was dann auch nicht so toll ist. Und ja, also im Prinzip muss man dann für sich abwägen, wie groß die sein soll. Das probiert man am besten aus. Wir legen die also mit der klebenden Seite nach oben und drücken dann die Bilder halt, damit man sie auch sieht, mit dem bunten nach unten drauf, so dass keine Luftlöcher entstehen, und schneiden uns das Ganze dann in kleine handliche Stücke zurecht und kontrollieren dann nochmal, ob halt auch wirklich keine Luftlöcher da sind, drücken das nochmal mit dem Finger platt und schneiden dann ganz grob außen die überstehenden Reste ab. So, als kleinen Tipp, was ich dann gerne mache, ist, ich nehme mir halt eine Plastikkarte, entweder von der Bücherei oder diese Sammelkarten, nicht Sammelkarten, die, wo man so Punkte sammeln kann und so, hat jeder, glaube ich, zu Hause irgendwo rumliegen, und gehe damit dann nochmal kräftig über die Sticker drüber. Damit gehe ich halt sicher, dass wirklich überall die Luft drunter weg ist und dass halt die Folie gut an den Sticker angedrückt ist und auch hält und nicht wieder abgeht. Ja, und dann fange ich auch schon an, die Sticker ordentlich auszuschneiden. Wie gesagt, hinterlege ich die gerne mit bunten Farben, weil dann einfach ein wenig Verschnitt verzeihbarer ist, als ob man schneidet an einer dünnen schwarzen Linie entlang. Das ist so der
je nach Sticker der nervige Teil der ganzen Sache. Einfacher ist natürlich, wenn man einen runden oder eckigen Sticker hat. Dafür gibt es dann auch Rundschneider und halt andere Schneideswerkzeug und so. Bei förmigen Stickern muss man halt dann doch mit der Schere arbeiten. Oh, wenn man sich die Mühe dann gemacht hat, ist der Sticker dann eigentlich auch schon fertig. Wie man sehen kann oder von gesehen hat, hat die spezielle Papier auf der Rückseite dann so eine Schutzfolie. Wenn man die abzieht, hat man da eine Klebeschicht und kann dann den Sticker aufkleben. Wenn man dann durch ist, sollten die Sticker dann ungefähr so aussehen, also von der Verarbeitung her. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Es gibt ja echt viele verschiedene Tutorials auf YouTube, habe ich gesehen, von wegen mit verschiedenen Klebebändern und Tapes und dann oder mit Klebeauftrag auf Backpapier und dann muss man die wieder feucht machen oder dass man halt weiße Ränder oder durchsichtige Ränder hat oder diverses andere Gedöns. Oder was ich auch gesehen habe, ist, dass man sich bei der Post so verschiedene Aufkleber holt, wo die Adressen draufkommen, diese Adressenaufkleber, und die dann bearbeitet. Ich finde, das hier kommt einem richtigen Sticker, den man kaufen kann, am nächsten und sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr in Zukunft diese Sticker nachmacht. Und ja, dann hört man sich das nächste Mal.